Köln noch erfolgreich Initiative zu würfeln. Greldig, bei Kampf oben links auf Initiative klicken. Du musst aber eigentlich am besten vor deiner Waffe würfeln, weil wenn deine Armwaffe einen Inni-Modifikator hat, dann wird er nur da gezählt. Hat er nicht. Okay. 13. Das ist Grell. Dick. Und Bauer Rogel klettert. Kletternwurf ist gelungen, dann bist du langsam, aber das passt. Okay, dann bist du auf der 14 dran. Bauer Rogel. Okay, wie geht's weiter? Die Wachen greifen euch nicht an. Der Bauer rennt mit seiner brennenden Fackel vor. Was tun die anderen beiden? Ihr habt gerade die beiden Flegel weitergereicht an die anderen Wachen. Es kommen weitere Leute auf euch zu. Also vor allem Bauern jetzt auch. Die wollen wissen, was da los ist. Ahmed schmeißt weiter Reis und nicht die Reis, sondern Kartoffeln, Zwiebeln und Getreide. Ja, große Dinge sind im, große Dinge sind im Kommen, Effendis! Das nennt ihr Gerechtigkeit, was diese Lackaffen hier ausüben? Ich trete nochmal gegen den Richter auf den Boden. Unter so einer Ordnung wollt ihr leben? Ernsthaft? Kostbloses Essen für euch an! Diese Feiglinge, und ich deute mit meinem Schwert in die Richtung der Wachen, die trauen sich nicht mal, sich uns entgegenzustellen. Und von denen habt ihr Angst, weil sie euch mit Waffen unterdrücken? Ihr seid um einiges mehr, als sie sind. Wir helfen euch. Kostenlose Essensverteilung, kostenloses Essen. Ja, und in dem Moment könnt ihr sehen, wie das Haus des Richters anfängt zu brennen. Ich möchte, wenn kann ich von oben, komme ich irgendwie in das Haus rein oder nicht, wenn ich es anzünde? Ja, doch, also du kannst da, ja, das ist seit längerer Zeit ist das verlassen. Das ist auch alles so ein bisschen morsch und nicht gut gepflegt, also wenn du möchtest, kannst du da rein, ja. Ich möchte mich an ein Fenster stellen, das am besten in diese Richtung zeigt, also wo der Mob ist. Mhm. Und dann möchte ich die Dukaten, die ich dabei habe, und mein ganzes Geld aus dem Fenster werfen. Und dabei brüllen, er hat Gold versteckt! In seinem Haus, Gold ist versteckt! Und dann möchte ich Anzeigen in Richtung des Sultanspalastes zeigen. Okay, klar hat er das Gold versteckt. Die Leute sind beeindruckt, ihr dürft alle mal eine Überzeugenprobe würfeln. Scheiße. Vielleicht erleichtere sie euch um 5. Ja, ich kann nur überreden würfeln, ich hab nicht mal überzeugt. Ja, aber während das Dach weiter anfängt zu brennen und da irgendjemand im Haus des Richters aufgetaucht ist, weitere Essenssachen, die verteilt werden. Ahmed reißt jetzt die Plane runter von einem der drei Wägen und offenbart damit alles, schubst es dann einfach von dem Wagen runter. Mehr Essen für alle! Und zeigt dann wieder auf den Marktplatz, von wo immer noch ein Lichtkegel auf die Grube scheint, auf das Loch. Die Moral wird gehoben durch den Lichtstrahl und ihr habt eine Bauernarmee hinter euch. 21 Punkte? Hat halt gut gewürfelt, 3-3-1. Ja. Eine Frage, wenn ich in dem Haus stehe, gibt's auch Fenster in Richtung Sklavenmarkt? Klar. Kann ich brennendes Material in Richtung Sklavenmarkt werfen? Ja, kannst du. Ja, dann möchte ich jetzt alles, was ich werfen kann und brennt, auf den Sklavenmarkt oben drauf werfen, bis der halt auch anfängt zu brennen. Das ist hier ein Bauernaufstand. Ja, das sind ja nur angekettete Leute und Leute in Käfigen da. Das ist ein Bauernaufstand. Die schon zu retten wissen. Das ist ein Bauernaufstand. Ja, ich meine, wenn du Pferde, einen Pferdestall anzündest, die Pferde werden sich auch befreien, keine Sorge. Also, Haldan Rogel ist hier kein langfristiger Planer, das ist keine Kriegskunst, das ist ein Bauernaufstand, hier werden Häuser angezündet. Ja, dann kannst du lautes Gerufe auch vom Sklavenmarkt hören und da strömen dann weitere Leute raus. Das sind vor allem erst einmal die Aufseher und die Kunden, aber das beflügelt selbstverständlich auch die Bauern, die hinter euch stehen, auf den Platz zu strömen, an euren Kisten vorbei. Die werden heillos geplündert. Also ihr habt jetzt auch die drei Wägen, habt ihr nicht mehr unter Kontrolle. Die Planen werden weggezogen, weitere Leute drängen von hinten auf euch zu und ihr müsst jetzt entweder mit dem Strom schwimmen oder untergehen. Im Sultanspalast ist mehr Nahrung. Ja, let's go. Wird nach vorne gestürmt. Ashallu Akbar! Kannst du hören und dann laufen viele, viele Leute. Auf! Völlig! Wir holen ihn raus!
Ja, Greldig versucht, den Karren vor dem Loch zu parken, sodass man im... Die Karren habt ihr nicht unter Kontrolle. Da stehen vor jedem Karren stehen 20 Leute, die werden auseinandergerupft und die stehen jetzt hier beim Praios-Tempel. Hier stehen die Karren und ihr müsst dann gemeinsam mit dem Strom folgen. Und jetzt, Haldan, du kannst auch erkennen, wie jetzt die ersten Sklaven sich mittlerweile wohl auch befreit haben und ebenso jetzt hier rauslaufen. Einfach erstmal nur dem Feuer entkommend, aber du siehst wieder wohl jetzt auch der erste Bauer von hinter dir wohl die nächste Fackel in Richtung ein anderes Gebäude schmeißt. Sehr gut. Also ja, das verselbstständigt sich jetzt. Da habt ihr überhaupt keine Kontrolle mehr. Ihr wisst nicht, was passiert. Steine fliegen in jede Richtung, auch auf Haldan. Du steckst gerade deinen Kopf aus dem Fenster, kriegst einen Stein ab. 1W6 Schaden. 1W6 Schadenspunkte für Haldan. Ja, sehr gerne. Du hast das nicht unter Kontrolle. Hier passiert gerade irgendwas. Greldig stürzt auf das Loch zu und versucht erstmal mitzukriegen, ob da noch Wächter sind oder ob die sich mittlerweile zurückgezogen haben. Die standen davor, auch zahlreiche rote Richter, die ebenso jetzt zurückweichen, weil einfach dieser Platz von Bauern geflutet wird. Und ja, also du hast es 50 Stück gezählt, die weichen alle zurück. Es gibt aber laute Pfiffe, die versuchen sich da wohl irgendwie zu sammeln. Die Pfiffe gehen teilweise auch in den Gerufen der Bauern unter. Der Palast aktuell ist noch verriegelt oder verrammelt. Da sind halt auch Schießscharten. Da wird dann jetzt auch sporadisch schon draus geschossen, aber das sind so viele Bauern. Wenn da einzelne fallen, macht das keinen Unterschied. Du trittst ran in das Loch und siehst da zwei Leute drin. Den einen im goldenen, schlammigen Ornat, im Licht gebadet. Und wenn du dann an dem Käfig ziehst, kannst du sehen, dass wohl das goldene Schloss geöffnet ist. Also das war mal verschlossen, aber irgendjemand hat es wohl aufgemacht. Ja, Greldig versucht mit aller Macht das Gitter aufzustemmen. Verlangst du da eine Probe? Ja, nee, brauchst du nicht. Du ziehst und kannst es dann aufmachen. Und lässt seinen 10-Schritt reichendes Seil hinab. Klettert hoch! Da schnell, du Akbar! Kannst du sehen und der Pirat tritt den Praios-Geweihten beiseite und versucht sich nach oben zu ziehen. Okay, also dadurch werde ich wahrscheinlich aus meiner Trance sozusagen erlöst, aus meinem Gebet. Ja, vermutlich. Und was? Verdammte Novadi. Ja, zieht sich der Novadi erstmal nach oben, stiert dich Greldig einmal kurz an, murmelt wohl irgendwas Novadisches und dann kannst du sehen, wie auch Prai oder irgendwann nach oben laufen kann. Währenddessen Ronga, du kannst wohl auch sehen, wie jetzt aus dem eingemauerten Rashtula-Bethaus eigene Fackeln in alle Richtungen geschmissen werden und die nahestehenden Gebäude jetzt wohl ebenso angezündet werden. Es gibt wohl auch Glocken von Steinhacken, die wohl von innen gegen die Mauerung hämmern. Also da versucht man jetzt wohl auch auszubrechen. Sehr gut, nach vorne! Mit diesen Worten möchte ich zu dem Garnisonsgebäude laufen und versuche, dieses in Brand zu stecken. Ja, du siehst da eine ganze Menge an Wachen, die haben ihre Schilde gezogen, ihre Speere, versuchen so ein bisschen Ordnung zu machen. Da sind sicherlich 20 Wachen drin. Okay, sehr gut. Dann kann ich noch schleichen, würfeln, um in der Masse unterzugehen, um mich hinter das Gebäude zu schleichen. Das ist eher Gassenwissen, um jetzt so den Strom so zu formen. Nehm ich auch. Schleichen ist das nicht. Du kannst hier nichts mehr schleichen. Schleichen ist zu spät. 6 Punkte. Ja, das reicht mir. Und dann kannst du den Strom so biegen und beugen, dass du hinter das Garnisonshaus der Talusima kommst. Auch hier ist mein Plan vermutlich ziemlich offensichtlich. Ich möchte es weiter in den Brand stecken. Ja, alles klar. Keine Probe. Und dann kann Prayo nach oben klettern. Ronga, was tust du? Ronga hält die Stellung, während Gendrik die beiden nach oben lässt. Und sobald die oben sind, dreht er sich um. Los, vielleicht schaffen wir es noch irgendwie in den Palast. Ich habe keine Ahnung, wo Rogel ist. Ich hoffe, er kann auf sich aufpassen. Rufe laut, auf zum Palast, tot dem Tyrannen! Wahrscheinlich schwebt das goldene Licht noch über mir, hoffentlich irgendwie. Ja, ja, das ist noch weiter aktiv. Eine ganze Stunde werdet ihr im Licht gebadet. Muss ich dann überzeugen? Nee, ja doch, du würfelst mal eine Überzeugenprobe. Und wenn du nach oben steigst, ist die Sonne wohl auch weiter gewandert und du badest halt weiter im Licht. Egal, wo du schreitest und trittst, da ist irgendwie immer Licht. Auch wenn der Lichtfall keinen Sinn ergibt. Aber vielleicht sind da irgendwann dann, ja,
auch weil jetzt alles brennt, um dich herum brennt alles, wirst du sowieso ins Feuer getaucht, in das heilige Feuer von Praios. Du kannst die Kraniche hören, die da irgendwie. Tod dem Tyrannen! Tod dem Tyrannen! Tod dem Tyrannen! Tod dem Tyrannen! Ja, Greldig wird sich zu Praios Rechten halten und ihn beschützen und mit ihm den Palast stürmen und hoffen, dass möglichst viele Bauern mitkommen. Ja, und so steht ihr vor verrammelten, verriegelten Türen. Der Zorn brandet weiter. Irgendwoher kommen weitere Nahrungsmittel, die dann aus anderen Häusern geraubt worden sind, während es brennt. Und die Wachen nach draußen stürmen, laufen andere Bauern hinein in das Gebäude. Wachen werden niedergeprügelt mit bloßen Fäusten. Blutig liegen sie dann auf dem Boden und plötzlich ist da wieder überall Essen, was weitere Dynamiken, weiteres Chaos beschert. Ihr könnt dann auch sehen, wie das Bethaus von Rastula wohl auch geöffnet ist und weitere Novadis jetzt endlich ihrem Zorn Luft machen, nachdem sie jetzt eingemauert waren für lange, lange Jahre. Und ja, weiteres Chaos, was entsteht. Die Türen des Palastes werden nach grob 10 Minuten aufgebrochen und ihr steht dann zusammen mit den anderen, nachdem das Doppelflügelportal zerborsten ist, neben Wachstuben, die sind aber auch verlassen, wo auch immerhin die Wachen sind. Die haben wohl verstanden, dass man sich hier nicht mehr gegenstellen kann. Und dann könnt ihr in ein Atrium strömen, was unglaublich hübsch ist. Zumindest stehen da eine ganze Menge an Pflanzen, gut gewässert. Und überall, es sieht so aus, wie man das von innen eher erwarten würde, nachdem es von außen nicht so sehr dem Sultan genügen würde. Hier ist wohl ein bisschen mehr aufgebaut, vielleicht zum Schein. Und eine andere Tür wird aufgebrochen, da könnt ihr dann direkt nach diesem Flur oder diesem Portal könnt ihr dann sehen, wie das wohl der Sultanssaal ist. Könnt ihr einen großen Thron erkennen, der allerdings leer ist. Auch keine Wachen. Keine Wachen, kein Sultan. Ihr könnt aber sehen, dass wohl über dem Thron zwei große Rubine euch anfunkeln. Habt ihr Goldgier? Wie würfel ich auf Goldgier? Selbstbeherrschung. Einfach eine Selbstbeherrschungsprobe. Und wir schweren sie dir um deine Goldgier-Wert. Müssen das alle würfeln oder nur? Nö, die Goldgier haben. Also jetzt, ach, ich finde die gerade nicht. Entschuldigung, das dauert ein bisschen. Würfel einfach eine Selbstbeherrschungsprobe. Ja, Ronga, wo willst du hin? Ja, ich schaue mich um. Habe natürlich keine Ahnung, wie man sich in so einem Palast zurechtfindet, vor allem von thulamidischer oder novadischer Architektur, kein Plan. Schaue mich Fluss um. Von wo haben die Schützen rausgeschossen, wenn wir jetzt hier durchmarschiert sind? Die müssen sich hier außerhalb in der Mauer befinden, um uns herum, ne? So, Steuerung F. Ihr seid von hier aus reingekommen. Hier ist direkt dann der Sultanssaal, wo jetzt Greldrick steht und mit seiner Goldgier kämpft. Die kannst du aber runterschlucken, auch wenn das zwei wunderhübsche Rubine sind. Du hattest gehört, dass es ein Elf ist und dass der magische Dinge hat. Vielleicht ist das keine gute Idee und dein Aberglaube hält dich erst einmal ab. Währenddessen kannst du aber sehen, dass weitere Bauern an dir vorbeiströmen und dann auf diesen Thronen zu. Und kurz bevor sie ihn erreicht haben, fangen sie alle an zu erstarren, wie Stein. Währenddessen Ronka steht irgendwo hier in der Mitte, guckt sich um, nach links, nach rechts. Die Scharfschützen haben von hier geschossen, aus den Wänden, aber das ist für dich nicht zugänglich. Du weißt nicht, wo die Zugänge sind. Du stehst halt hier, um dich herum strömen Leute, du siehst, wie sie dann teilweise in irgendwelche Türen reingehen, in Gängen verschwinden, du hörst, wie Sachen zertrümmert werden. Und irgendwann Essen rausgezerrt wird. Wo ist gerade ja, Ronga? Wir sollen zusammenbleiben. Da hinten scheint es weiter zu gehen. Ja, diese Rubine. Ja, wir müssen weiter. Ja, also wie gesagt, hier an dieser Stelle sind die Bauern gerade zu Steinerstart. Mitten im Lauf
Und das sind so sicherlich, zählt's kurz nach, 7, 8 Bauern, die da gerade start sind. Du scheinst gerade noch hier, bist gerade ganz froh und dann kannst du den Ruf von Ronka hören, der dich dann hier hinzieht, so dass ihr dann durch diesen Gang laufen könnt, bis ihr irgendwann eine Treppe gefunden habt. Oder ihr könnt auch hier in die Küche reinschauen. Hier sind dann irgendwelche Schlafgemächer von Dienerinnen. Das riecht auch so ein bisschen nach Parfüm. Da seht ihr dann die Kammer von den ganzen Dienern, die dann wohl auch verlassen sind. Es ist niemand mehr da. Und eine Schreibstube, das Visierenzimmer, bis ihr dann die Treppe nach oben gefunden habt. Ihr könnt auch die Scharfschützenluken da noch erkennen, die sind aber auch verlassen mittlerweile. Noch sicherlich 2, 3 Wachen, die dann aber auch überrannt worden sind von den Bauern. Ein paar tote Bauern findet ihr auch nochmal auf Schritt und Tritt so, aber ja, da ist gerade viel, viel Chaos. Was tut Priodur? Ich würde mich nach rechts wenden, zu dem Thronsaal, wo diese Bauern erstarrt sind. Und Preis um ein Magiebann bitten. Preis, strafe diese Kreatur mit deinem göttlichen Segen. Wirf sie nieder mit deinem Zorn. Strafe sie mit deinem Licht, auf das sie vergeht und die unheilige Magie getilgt wird. Praios Vult! Also ich weiß nicht, ich hätte die Kammer energetisch mehr dafür, aber ich hoffe auf ein göttliches Wunder. Ja, nee, wenn du die Kammerenergie nicht hast, dann passiert ja auch nichts. Du fängst wieder so ein bisschen an selber zu leuchten, aber vielleicht ist auch nur der Fackelschein von den anderen. Das Licht ist dir selbst nicht mit dem Palast gefolgt, das erhält nur weiter den Marktplatz und sorgt dafür weiteres Chaos, wo halt dann Rogel fleißig eingebaut nach dem anderen einsteckt, was irgendwie offiziell ist und von den Bösen ist. Ja, und die Bauern bleiben weiter versteinert, da gibt es kein magisches Zeichen mehr von Priors da selbst. Dann würde ich den Schwarzelf steuern und meine Waffe ziehen. Nee, der Schwarzelf ist nicht da. Das ist leer. Ach so. Alles leer. Ach so, sah, als wenn er stehen würde. Dann war es meine Schuld. Ich hatte gedacht, der steht da drin. Der hätte da stehen können, aber ihr habt einen anderen Weg gewählt. Ach so, nee, deswegen hatte ich ja die Zauber jetzt gewirkt. Ja, nee. Okay. Alles gut. Also bleiben weiter an den Start, dann würde ich mich umwenden und diesen Tyrann suchen und ihn stürzen wollen. Also ich würde wahrscheinlich Ronga hinterher rennen. Ja. Ihr könnt euch weitere 5 Minuten durch den Palast kämpfen, bis ihr dann, zumindest ihr drei, allesamt ziemlich abgekämpft in einem Raum steht, der bisher von den Bauern gemieden wurde. Die Tür ist zwar eingetreten, aber hier ist kein Bauer reingegangen. Der Schädelsaal oder die Schädelkammer. Hier könnt ihr tatsächlich sehen, wie all die geköpften, wichtigen Persönlichkeiten liegen. Der Schädel, das Fleisch wohl von den Knochen gekocht, auf einem roten, goldenen, bestickten Tuch mit einem kleinen Podest, so dass sie allesamt mit Namen verziert sind. Und es sind eine ganze Menge Schädel, die da teilweise auch unter der Decke hängen, aber die 4 größeren, ihr könnt einmal kurz die Kammer betreten, einige Schädel sind wohl auch entfernt worden, vielleicht vor längerer Zeit, aber ihr seht den Schädel von El-Hakir, dem Kapudan Pascha, dem König der Meere. Wir brauchen immer noch das Schriftstück. Und er bewahrt hier einfach alle Schädel auf. Wie widerlich. Hier müsste auch irgendwo der Schädel von diesem Piraten rumstehen, ne? Aber will die auseinanderhalten. Dort. Zeig mal von bestimmtes Stele. Dort, wo der Schädel El Hak ist. Da klebt uns die Plakette vor. Mhm. Die anderen Plaketten sagen irgendwas mit der früheren Fürstenfamilie, also von Raskazan irgendwelche Verwandten. Was für eine Ehre, wie kann man nur so etwas tun? Rogel, ist ja Rogel ist die Dame. Gibt es hier irgendwelche Lichtquellen, Fackeln, Leuchten, wie auch immer? Ja, eine Fackel, die an der Wand ist und dann eben der Rest durch die Schießschaden, die daneben beleuchtet. Dann würde ich mal die Fackel nehmen und probieren, um was anzuzünden. Irgendwie Vorhänge, gibt es Stoffhänge hier?
Ja, gibt's auch. Dann würde ich die Stoffe ernten. Möge dieser Palast brennen und Preis von Lass mich! Wir suchen ein Schriftstück, das ist brennbar. Dann sucht beide euch. Hier drin wird es wohl nicht sein. Ja, ich zünde halt schon mal die erste Tapestrie an, oder wie jetzt so ein Vorhang und Vorstaben, und dann weiter zu anderen vorhin gehen und die anzünden. Ist jemand abergläubisch? Hey. Klar. Oh, da muss ich mal nachschauen. Nein. Aber glaube 5. Dann würfel mal eine Selbstbeherrschung plus 5. Machst halt gute Werte, ne? Max Erschwernis plus 5. Ja, dann ist es plus minus 0, also mit einer plus 1 gelungen. Und du überlegst noch kurz, ob du den Schädel retten solltest. Aber nein, Priodur, er muss diese Häresie ausbrennen, er hat wohl recht. Hey, Priodur. Hast du, als du da unten im Loch warst, wo genau ist dieser Piratin, mit dem du rausgekommen bist? Er hat mich nieder aus dem Weg gestoßen. Ich weiß nicht. Und ich bin nach ihm aus dem Loch geklettert. War der das? Ja. Ja, das war Erkaban. Der nannte sich Erber Erhakis. Vielleicht wird er den Schädel haben wollen. Es ist Heresie. Die Toten gehören Bora nur allein und nicht der Piraten. Ein ordentliches Begräbnis ist es doch vorbei, aber was? Vielleicht kann er zumindest so seinen Frieden finden. Indem ihr seinen Schädel bringt? Wachen, 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 wachen. Woher kommt das? Ist das eine Alarmanlage? Ja, wenn ihr langsam und vorsichtig zurück auf den Gang geht, könnt ihr sehen, was wohl gerade eine andere Tür aufgebrochen wurde. Daneben liegen drei Bauern, die gerade so ein bisschen rauchen. Tot am Boden, zucken noch so ein bisschen und Blut läuft ihnen aus den Ohren. Unheilige Magie ist hier im Wirken. Passt auf, was ihr aufmacht und wo ihr hintretet. Brennt diesen Pass nieder mit allen seinen unheiligen Dingen, die innerhalb dieses Palastes passiert sind. Ronga, könnt ihr lesen? Wir brauchen auf jeden Fall dieses Schriftstück. Vielleicht ist es in der Schreibstube. Nein, ich kann nicht lesen. Dann komm mit. Aber ich kann nach Fallen Ausschau halten. Und Ronga schnappt sich aber nochmal den Schädel, auf den Priodur gezeigt hat, und packt ihn in einen Tuchbeutel, den er aus dem Rucksack gebracht hat. Den von El Hakir. Aus dem Augenwinkel hast du kurz das Gefühl, dass du beobachtet worden bist. Fühlt sich nicht richtig an, den hier zu lassen. Von einer roten, in Turban gehüllte Gestalt. Dann, als du dich umdrehst, hast du... da ist niemand. Quatsch, Geister gibt's ja auch nicht. Geister gibt's genauso wenig wie Werwölfe. Aber klar gibt's Geister. Werwölfe sind Quatsch. Vampire sind Quatsch. Gegen Werwölfe hast du schon gekämpft. Ja... Also. Und währenddessen, Priodur, du bist... Halter, du zündest weiter Sachen an oder willst du auch mit dem Palast kommen? Ja, wenn jetzt die Garnison erfolgreich brennt und ich sehe schon, dass der erste Rauch aus dem Soldatspalast kommt, dann ist natürlich meine Bauerninitiative jetzt auch in den Palast zu gehen. Ja. Das scheint das nächste offizielle Gebäude zu sein, das wir in Brand stecken. So, du siehst, wie Priodur aus dem Brandschlitz rausguckt und irgendwas von Heresie brüllt und weiter Vorhänge anzündet. Dann möchte ich mir auf dem Weg, wenn ich es noch schaffe, irgendwas, was schon brennt, noch einen Holzbalken oder was auch immer noch schnappen, während ich in den Palast laufe. Ja, du kannst auch zwischen den ganzen Bauern, fällt es natürlich nicht auf, kannst dann wesentlich schneller vorankommen und stehst dann ebenso irgendwann auf den Treppen vor Ronga und Greldig. Also bisher sieht es sehr gut aus draußen. Da drin vor dir liegen gerade irgendwelche drei schmochenden Bauern. Ich denke, da sollte ich mal reingehen. Und mit diesen Worten möchte ich wo auch immer die Bauern gerade... Also die haben gerade eine Tür geöffnet, richtig? Die haben gerade eine Tür geöffnet, ja. Und du hattest wohl noch irgendwie so ein plärrendes Geräusch gehört, aber als du dann oben warst, war es schon wieder aus. Ich möchte mal mit meinen brennenden Holzbalken so durch die Tür stecken, ob irgendwas passiert. Nein. Dann habe ich sehr viel Vertrauen und möchte auch einen Schritt durch die Tür machen.
Ja, kannst reingehen und stehst dann in so etwas wie einer Studierstube. Es riecht nach Holz, nach Papier, nach Tinte. Das ist eine Studierstube. Priodur, hier sind so viele Papiere, das musst du lesen. Ich kann nicht lesen, ich muss weiter diese Häuser anzünden. Passt auf mit der Fackel, wir suchen ein Dokument. Es ist ein Balken, keine Fackel. Es wäre nachteilig, es zu verbrennen. Hier muss das doch irgendwo sein. Ich meine, wie viele Räume können in diesem Palast sein, wo Papier gelagert wird? Komm doch wieder her. Hier ist doch das Papier. Ich habe doch gerade gesagt, das Papier ist hier. Junge, du hast doch gerade irgendwie in eine andere Tür reingeguckt, wo wohl die Bauern schon drin waren und siehst da unzählige Folterwerkzeuge, Instrumente, eiserne Jungfrauen, irgendwas zum Hautabziehen, Steckbänke. Das ist, also... wenn man Scharfrichter ist und irgendwie Sachen für den Baron, warum auch immer der schwarze Sultan so eine Kammer hat, aber ja, er muss auf alle Fälle der Böse sein, wenn er solche Folterwerkzeuge hat. Das lässt die Wut in Ronga nur noch einmal hochkochen und er schaut sich weiter wütend um. Wo sind die verdammten Wachen? Sie haben sich wahrscheinlich mit dem Sultan irgendwo zusammen hier eingebunkert. Warten, bis sich die Gemüter beruhigt haben. Priodur, schau in den Raum von Rogel, vielleicht findest du das. Du bist der Einzige, der lesen kann, nicht wahr? Ach Gott. Ich würde dann mal Richtung Rogel stürmen und mich umschauen im Raum. Ja. So eine Systematik, keine Ahnung. Ja klar, Systematik kannst du sehen. Du guckst kurz durch die Bibliotheken. Du siehst da wohl eine große Obsidiantafel, die geheimnisvoll beschrieben ist mit den Worten Samra und Schriften über die Magier-Mogule. Zudem, das passt auf die Beschreibung, die dir der dumme Ahmed gegeben hat, ein großes Schriftstück mit einem Kraken-Ding darauf. Das muss das sein, was El-Haki aus den Sümpfen geborgen hat. Ein schauriges Bildnis. Dann würde ich mir erstmal nur dieses Oktavband schnappen. Ich weiß nicht, wie groß es ist, keine Ahnung. Und diese Tafel ist wahrscheinlich viel zu groß im Tragen, zu schwer wahrscheinlich. Vermutlich, genau. Ja, also wenn ihr jetzt irgendwie noch fliehen wollt oder gehen wollt, wenn ihr habt ja einen klaren Auftrag, dafür ist es zu schwer sicherlich. Würde ich warten, also der Pass brennt ja eh ab insofern. Ja, genau. Dann schmeiß ich lasse die Tür offen und fegen noch ein paar Papier raus, dann schneller brennt hier die Gegend irgendwie. Du siehst auch, wie Hal dann mit einem brennenden Balken hinter dir steht, vermutlich bereit, diese Stube anzuzünden. Bist du fertig? Zünd das an, ja. Ich hab den Einband. Ich bin ganz ehrlich, ich habe eine gewisse Begeisterung am Anzünden von Gebäuden gefunden. Das ist ja schon irgendwie ganz unterhaltsam. Und mit diesen Worten würde ich den Balken in die Papierstube stürzen und mir kurz angucken, wie sie anfängt zu brennen. Ja, Priodur, du kannst noch, wenn du dann mit deinem Oktatband überfliegst kurz die ersten Seiten. Das ist eine Sprache, die du wohl nicht kennst, aber die Überschrift spricht wohl von einem Tempel der Grundmutter, tief in den Sümpfen. Und so könnt ihr dann nach und nach mit ekelhaftem Geschmack auf der Zunge den brennenden Palast verlassen und nach draußen treten, wo ihr noch ein wenig in dem Licht von Priodur badet, beziehungsweise von Prios da selbst, das er niedergerufen hat. Blickt auf die brennende Stadt, die erschlagenen Wachen, die erschlagenen Bauern und euer Chaoswerk, was ihr hier mit wenigen Dukaten angerichtet habt. Ich glaube, das ist unser Zeitpunkt, sich aus dem Staub zu machen. Ja, wohin? Greg wird jetzt weiter nach Wertgegenständen suchen. Jetzt ist der Auftrag erfüllt. Wir müssen aus dieser Stadt verschwinden. Ja, mit dem Boot oder zu Fuß? Ja, mit dem Schiff natürlich nur. Ja, mit welchem? Wir haben kein Schiff. Dann kapern wir eins. Und wer soll es steuern? Lass uns durch die Sümpfe antreten. Ich werde uns wohl sicher durchbringen. Wir gehen doch nicht durch die Sümpfe, die tödlichen. Nein, verschafft mir ein Schiff und Wir segeln zurück. Vielleicht können wir auch einfach nur jemanden bestechen und nicht gleich jemanden umbringen. Das können wir auch tun. Es muss auch nicht groß sein, das Schiff. Eine kleine Schaluppe reicht ja völlig aus. Durch, auf zum Hafen. Du magst dich den Mächten der Niederhölle anempfehlen.
Doch mich haben sie erwählt. Ich bin gestorben und wurde wiedergeboren. Mein Blick reicht weiter und tiefer, als dein befangener Geist ermessen kann. Darion Palligan zu seinem damaligen Bordmagier Vespertilio Organo. 1022 nach Bosporans Fall.